Wir malen jetzt schon ewig in 3 Tage Graffiti bzw. Wandgestaltung. Also Graffiti ist ja das eine. Graffiti kommt ja von den Namen her, von diesem Ganzen. Aber wir machen auch Wandgestaltung. Das heißt, je nachdem, was eben halt erwünscht ist, das setzen wir dann um. In diesem speziellen Fall ist ja eine Auftragsgeschichte auch für die Stadt Wetzlar. Deswegen haben wir uns an den Motiven, da sage ich mal, von Wetzlar inspirieren lassen, von all dem, was eben auch hier in Wetzlar es an Sehenswürdigkeiten und an Sachen gibt, die eben halt herausragend sind und und haben das Ganze dann in einer Collage sozusagen verarbeitet. Mit anderen schönen Elementen verbunden und eine bunte, schöne Geschichte draus gemacht, so das, was für Jung und Alt auch da ist. Wir sind halt auch nicht mehr, sage ich mal, in der Szene so drinne. Ne? Also jetzt, wir malen ja, sage ich mal, nur noch logischerweise nur legal. Und von daher, sage ich mal, gibt es bestimmte Spots, wo man was malen kann und so, aber das meiste, was wir machen, ist ja Auftragsarbeit. Obwohl man sowieso, sage ich mal, immer am Malen ist, auftragsmäßig, da macht man eigentlich auch nicht mehr so viel, auch an legalen Flächen, einfach so aus Spaß. Wenn wir was legal malen, haben wir natürlich die Zeit und können das Ganze schön machen und so. Und wenn die Leute illegal malen, dann sieht das meist so rotzig aus, weil die einfach keine Zeit haben, weil sie sich beeilen müssen und dann auch eben halt dementsprechend nur solche Sachen machen. Ne? Deswegen ist es auch natürlich die Akzeptanz der Leute, die eben halt so etwas sehen, dann meistens bei den legalen Bildern, die dann schön ausgearbeitet werden, viel größer, als wenn da jemand einfach nur so eine Husch-Husch-Geschichte macht. Obwohl das auch schön sein kann, aber das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Wunderschön gemacht, tolle Farben und auch man erkennt auch wirklich das Stadtbild, Hospitalkirche von der Altstadt. Wer das jetzt da alles sich ausgedacht hat und wie er das so alles da so hingekriegt hat, auch mit den, gerade das Farbenspiel oder so, das ist wunderschön. Wir sind jetzt gekommen und haben gerade die Schmierereien, die Mauer ist ja noch nicht so lange, und haben die Schmierereien gesehen. Und dann kommt man hier auf das Wunder, um die wunderbare Wand. Super. Ja. Hoffentlich bleibt es lange, dass keiner das beschädigt. Ja, wir waren jetzt, glaube ich, 5 Tage hier. Wir arbeiten am Tag Pi mal Daumen 4 Stunden, je nachdem, wie das Wetter das zulässt. Ich habe mit der Wand die Erfahrung gemacht, dass hier um 15 Uhr wunderschöner Schatten ist, aber um 15 Uhr kommt zurzeit Gewitter. Ich habe den Schmetterling als allererstes fertig gemacht, weil ich mal total gerne diese Faunaugen. Hier an der Wand ist sehr schön, weil die Leute eigentlich alle relativ gut drauf sind, wenn sie hier an uns vorbeifahren. Und dann kommen meistens nur, sieht schön aus, so im Vorbeigehen oder im Vorbeifahren, BZW. Manche bleiben auch stehen, reden mit einem. Also es ist, hier an der Wand ist sehr viel Kommunikation. Herzlich mit den Leuten. Wir heute an unserer Mauer unterhalb vom B&B Hotel. Der Vertreter des B&B Hotels ist da, auch der Vertreter von der Firma Weimar. Und natürlich unser Jugendamt ist auch mit vertreten. Ja, hier gab es immer wieder die Probleme, wenn wir hier links die Wand weiter runterschauen. Wir haben Graffiti an der Wand, das sieht nicht schön aus. Hier sieht man erstmal, wie es werden kann, wenn es dann mal hier sich die gesamte Mauer entlang zieht. Ich bin froh, dass wir diese Projektinitiative haben, die wir jetzt hier vor Ort gemeinsam umsetzen können. Es gab auch immer wieder Anfragen in der Stadtverordnetenversammlung, Anfragen aus der Bürgerschaft. Was ist denn mit der Mauer los? Wem gehört die denn? Die sieht ja gar nicht schön aus. Da sind ja nur Schmierereien dran. Wir sehen auch hier hinten, wie sich es an der Brücke weiter fortsetzt. Deswegen hier setzen wir jetzt einen markanten Punkt. Hier an der Stelle geht es los. Mein Dank ist an die Beteiligten, die sich hier zusammengefunden haben. Einerseits natürlich Betreiber des Hotels, die Firma Weimar, aber auch unsere, ich nenne es jetzt mal AG Graffiti, dass ihr hier vor Ort aktiv seid, hier diese Wand neu zu gestalten. Ja, zur Gestaltung würde ich vielleicht einfach an Sie weitergeben, dass Sie ein paar Takte dazu sagen können. Und natürlich haben auch noch, oh, wir bekommen noch weitere Besucher dazu. Die ersten Enten sind schon da. Natürlich besteht für B&B Hotels und die Firma Weimar auch noch die Möglichkeit, jetzt sich hier... Firma Sim ist das. Entschuldigung. Firma wie? Das ist eine GbR. Das ist die Schröder GmbH und die Umoba GmbH. Aber ist hier Lenzerit und Feiling, die schon viel bei uns im Jugendbildungswerk mit den Kindern und Jugendlichen umgesetzt haben. Aber wir haben auch neue dabei, die aus Richtung Gießen kommen.
Skid-Design nennt sich das. Und wir haben einfach gedacht, wenn wir zwei verschiedene Künstlerarten haben, von den Styles her, dann nehmen die Jugendlichen das vielleicht auch eher an. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Erfahrung, dass wir, wenn es schöne Graffitis gibt, dass die möglichst lange auch schön aussehen. Ansonsten haben wir gedacht, im zweiten Gang, dass wir dann in den Sommerferien, nach den Sommerferien, nochmal ein Stück freilassen. Das wird so 6 Meter wird es ungefähr sein, wo wir dann das immer ausschreiben und dass dann Kinder und Jugendlichen einfach die Möglichkeit haben, zusammen mit den Künstlern das Werk zu vollenden. Und ja, das ist eigentlich so die grobe Richtung, wie es dann hier vorangehen soll. Ja, vielleicht ergänzend, also bei der Motivwahl, da sind natürlich dann Motive getroffen worden, die alle Wetzlar-Bezug haben. Wie man hier schon sieht, was die Kollegen schon gestaltet haben, die Lahnbrücke. Und natürlich findet auch der Dom noch seinen Platz und wichtige Wetzlarer Persönlichkeiten oder Goethe. Und von daher hat das alles schon so einen regionalen Bezug, auch hier, weil wir so nah an der Lahn sind, dass man die Lahn und die Enten, die uns eben besucht haben, einbindet, dass man eben hier eine schöne Wandgestaltung vornimmt. Ja, Rezeption gefragt worden sind, was das Ganze soll. Sie kennen alle das geflügelte Wort, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Jetzt stellen Sie sich vor, fahren den Lahnradweg runter, kommen nach Wetzlar, sehen die Brücke, sehen weiter und dann sind natürlich schon viele Gäste erstmal sehr zurückhaltend. Oh, wie wird es denn innen im Hotel aussehen? Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt hier einen guten Start bekommen haben, weil alleine der Schmetterling bietet auch ein Format für Selfies. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass dann Kinder anhalten, die dann mit ihren Eltern nach Wetzlar kommen, ein bisschen spazieren gehen. Das ist immer toll. Und natürlich trägt es auch für Wetzlar dann zum Gesamterscheinungsbild bei. Ja, wenn wir haben ja auch das Partnerhotel in Marburg, wir erleben das dann immer wieder. Wo fahren Sie hin? Nach Wetzlar? Okay, ah ja, das ist da, wo die komische Betonwand ist. Deswegen ist es auf jeden Fall auch von der Firma Sim heraus eine sehr, sehr gute Initiative gewesen, dieses Projekt zu starten. Und wenn natürlich ein künstlerischer Anspruch noch dabei ist, vielleicht schafft es ja dann auch die Stadt Wetzlar mit dieser tollen Betonwand mal auf ein bekanntes Bildmagazin. Ja? Wie lange hat es gedauert? Eine Woche hat es gedauert. Da waren hier schon die ersten Spreer unterwegs gewesen. Und dann hat sich das ja über eineinhalb Jahre hingezogen. Gell? Und bis wir jetzt hier in Verbindung mit der Stadt die ganze Geschichte gemacht haben. Und wir waren auf jeden Fall begeistert von der Idee. Und ich denke auch mal, das ist eine Bereicherung für die Stadt, hier so eine lange, öde und triste Wand, dass die sehr schön angelegt ist. Ja? Und ich finde die Künstler, dass die sich dazu bereit erklärt haben, sowas zu machen, auch ein tolles Lob an euch. Und hier der Schmetterling, der machte schon den ersten Eindruck, als ob er fliegen würde. Wenn das alles so wird, wie die ersten Schritte, bin ich überzeugt, dass das eine tolle Sache wird. In der Hoffnung, dass es lange erhalten bleibt. In der Hoffnung, dass es lange erhalten bleibt. Gell? Ja, es ist ja einmal wegen dem Hochwasser. Ja, das ist und wegen der Geografie. Die ist ja nicht unterkellert, sonst würde ja immer alles volllaufen. Ja? Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Gebäude zu gründen auf der Ebene von der Straße oben. Wir werden dieses Jahr, das ist ja auch schon bei der Presse gewesen, einen Ideenwettbewerb starten für den Bereich der Lahnuferpromenade im Bereich der Lahngärten. Und das ist dann, wird dann alles miteinander harmonisiert. Wir haben das Freibad noch als Projekt vor der Brust, sodass alles nachher alles in einem Guss ist. Und der erste Abschnitt an der alten Lahnbrücke ist ja bereits fertig. Der wurde ja schon der Öffentlichkeit übergeben, wird auch gut genutzt. Von der alten Lahnbrücke bis zum Standort Pontonbrücke. Das Projekt ist eine gemeinsame Aktion, einerseits hier von unserem Ansprechpartner vor Ort und natürlich auch durchs Jugendamt mitfinanziert. Warum das so hochgebaut worden ist? Ganz einfach, damit die Gäste einen schöneren Blick haben. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. Also mein, naja, es kommt ja in die Presse, Spaß beiseite. Nein, mein Parkplatz ist direkt da oben und wenn ich dann aussteige, kriege ich manchmal schon so einen leichten, süßlichen Geruch mit. Sehe natürlich auch immer, dass sich da Personen unter der Brücke aufhalten. Ist auch meine Joggingstrecke morgens schon. Also ich sag mal so, man kriegt das breite Spektrum hier mit. Ich
persönlich habe die Hoffnung, wenn es schöner wird drumherum, ich meine, das sieht man ja auch an der Hauptstadt, Kreuzberg ist jetzt so ein Beispiel, wenn es schöner drumherum wird, dass natürlich solche Individuen sich möglicherweise einen anderen Platz dann suchen. Gut, dass sie einfach mal die Möglichkeit haben, legal sich an der Sprühdose auszuprobieren und dafür eben nicht hier die Flächen verschmutzen müssen, sondern das dann unter Anleitung geführt und mitgezeigt bekommen. Ja gut, die Ideen haben ja alle Wetzlar-Bezug und Lahn-Bezug. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will hier einen Astronauten hinhaben, das ist schon mal eigentlich ausgeschlossen. Aber wenn er jetzt irgendwie noch kommt, ihr habt doch total vergessen, dass da, keine Ahnung, dieses Fachwerkhaus schon seit 1600 irgendwas steht, dann sagen wir, klar, habt ihr recht, können wir gerne noch irgendwie einbringen. Daher, dass das eben auch als Auftrag vom B&B Hotel und der Firma Weimar ist das, meine ich, oder eben doch nicht, gesehen oder gegeben ist, ist da die Freiheit doch relativ eingeschränkt. Also, dass man jetzt irgendwie Betonklötze oder sowas hier rammelt, denke ich nicht. Das soll ja schon dem, dem Auftraggeber auch gefallen. Im Endeffekt ist derjenige, der das Ganze sponsert, auch irgendwo derjenige, der dann entscheidet, ob die Motive da drauf sollen oder nicht. Eigene künstlerische Kreativität, aber wir achten darauf, dass es Motive sind, die jedem gefallen. Also das wollte ich damit ausdrücken. Wir kämen jetzt nicht auf die Idee, hier irgendwie eine nackte Frau oder sowas hinzusprühen. Ja. Auch ein schönes. Nee, aber das meine ich. Also das, ja, soll schon. Das soll schon. Eben, das meinte ich damit, genau. Es hieß, oder es ist einfach nur so, die möchten auch sehen, was da drauf kommt. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, irgendwas Pornografisches oder sowas, dann hätten die auch gesagt, das wollen wir nicht. Das wollte ich damit sagen.